Es ist eine Riesenkonjunktur für Rattenfänger, für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger. Eine Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher. Scheinheiligkeit geheuchelt und Postengeschache. Und die sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt. Und nach dem Schlimmsten werden Straßen und Flugplätze benannt. Man schnappt den Hühnerdieb, den Drachenschieber lässt man laufen. Kein Pfeifchen Gras, aber eine Giftgasfabrik kannst du hier kaufen. Verstrahlt die Luft, was euch das Land macht ungestraft den größten Schaden. Nur lasst dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man schnappt den Grünflint und das Umweltschwein genießt Vertrauen. Und die Polizei muss immer auf die Falschen draufhauen. Sei wachsam. Träg dir die Worte ein, sei wachsam und fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutze ich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam. Bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Wir sind mit uns selbst im Krieg, das will ich damit sagen. Und es ist Zeit, damit aufzuhören. Es ist niedriger als infantil. Die großen Mächte, die meinen, ja, sie herrschen über uns und so weiter, die können uns alle einmal im Arsch lecken, weil wir wachen als Menschheit auf und wir sagen, nur Liebe hat einen Platz in unserer Welt. Und es gibt keine Zeit mehr für alles andere, so Kontrollsüchtige. Ich will mich über mein Ego herausposaunen und dass ich durch mein Leben in der Politik irgendwie besser dastehe als andere. Wir sind alle gleich. Das würde ich nur gern dazu beitragen. Ich wollte auch noch was zu Griechenland sagen und ich finde das sehr heuchlerisch und hinterhältig von den Medien, wie darüber berichtet wird, und zwar aus folgendem Punkt. Als Griechenland damals aufgenommen werden sollte in den Euro, waren sie selbst sehr skeptisch gewesen und haben ihre Bücher offengelegt. Dann kamen Berater von Goldman und Sachs und haben ihnen bei kreativer Buchführung geholfen, dass das auch wunderbar klappt. Wer war der Erste gewesen, der da gestanden hat und hat Griechenland angegriffen? Goldman und Sachs. Sie haben sie verkauft und verraten. Und die Steuergelder, die angeblich da alle geflossen sind, die 180 Milliarden, davon sind 4 Milliarden bei der Bevölkerung angekommen. Der Rest ist return gegangen zu den Banken. In Griechenland bringen Frauen, alleinstehende Frauen, die keine Arbeitsplätze mehr haben, oder auch Männer natürlich, ihre Kinder in Waisenhäuser, weil sie nicht mehr ernähren können. Italien ist auch übel dran. Ich habe einen Bericht gesehen, dass italienische Supermarktleiter Rentner bitten, am Monatsende nicht mehr die Filialen zu betreten, weil sie wissen, sie kennen die aus der Ortschaft. Sie haben kein Geld mehr, sie stehlen Wurst, Käse und Fleisch. Und sie kriegen dann Hausverbot für eine Woche. Und der Euro ist ja ach so schön, damit wir beim Urlaub nicht umtauschen müssen. Wir haben uns doch alle verblöden lassen, wir sind doch selbst mit dran schuld und sollten mal langsam mal was tun. Zu dem Thema, dass wir das Geld verschenkt haben, war heute auch dann der Fokus-Redakteur, der dann sagte, ja, davon haben wir ja die Kleinanleger geschützt, weil die Oma Lieschen, die dann ihre Lebensversicherung hat und so, die steckt ja in der Bank drin und wir wollten ja unsere Anleger schützen, deswegen haben wir damals die Griechen denen Geld gegeben und damit die Banken gerettet. Also mal ganz ehrlich, von dem Geld, was ihr da reingepumpt habt, hättet ihr jeden Kleinanleger 5-mal ausbezahlen können, oder? Ja, warum ist Griechenland überhaupt in die EU aufgenommen worden? Das wusste doch jeder, dass da was faul ist. Ich denke, das hatte alles einen Plan. Die wollten Griechenland nur ausschlachten. Die wollten die Troika durchjagen eines schönen Tages und das ganze Ding privatisieren und rausziehen, was nicht geht. Dirk Müller hat noch gesagt, dass dort Öl und Gas an der Küste sein soll. Und das war wohl der Grund, warum die das so durchgezogen haben. Die Griechen sind alles Opfer von dieser Geldgier, dieser Scheißeliten. Erstmal wurde sich mokiert, dass Syriza nicht als erstes mit Deutschland gesprochen hat. Die haben ja wohl als erstes mit Russland gesprochen. Und bis heute nicht mit Frau Merkel. Darüber hat man sich etwas echauffiert, aber immerhin mit unserem EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz. Und der hat was Interessantes gesagt. Also ich habe es live gesehen, es war nicht nur geschrieben, insofern glaube ich es tatsächlich. Der sagte dann, er hat keinen Bock, wohlgemerkt wortlich, er hat keinen Bock, mit Herrn Tsipras über Grundsatzfragen zu sprechen. Entschuldigt mal, auf welchem Niveau von Gespräch sind wir denn angekommen? Das ist ein Staatsmann,
es sind offizielle Gespräche. Ich habe keinen Bock. Nee, es ist klar, das merkt man an der EU auch häufiger, dass die Leute dort keinen Bock haben. Aber vielleicht tut er mal was für das, wofür ihr bezahlt werdet. TTIP, neueste Ergebnisse. Wir haben, ich glaube, heute ein Gespräch auf EU-Ebene zu TTIP. Es wird alles mal offen diskutiert, nur die Schiedsgerichte nicht. Die sind erstmal ausgeklammert. Warum auch immer. Dann hat sich letzte Woche noch unsere Autohersteller haben sich vereint nochmal vor die Kamera gestellt und gesagt, wir wollen TTIP. Ganz vorneweg Ford. Tochter von General Motors, wenn ich das richtig weiß. Also, naja, die Betriebsräte sind zwiegespalten. Ich hatte hier gerade noch einen Einwurf zu Griechenland. Ach genau, der Finanzminister hatte gesagt, dass er keine neuen Kredite mehr möchte. Finde ich ein guter Ansatz, wenn man an der richtigen Stelle spart oder vielleicht auch mal die richtigen Leute besteuert, was in Griechenland ja tatsächlich jahrelang nicht passiert ist, hat man vielleicht auch mal Geld für soziale Geschichten. Kleine Meldung, Schottland verbietet als drittes Land Fracking. Das finde ich gut. Da möchte ich unsere Bundesregierung auffordern, sich dessen anzuschließen. Wohlgemerkt, Schottland, falls ihr es mitbekommen habt, die hatten ja ein Votum, ob sie jetzt sich von England trennen oder nein. Sich trennen wollen oder nicht. Und die Leute, die sich trennen wollten, hatten immer als dieses Argument, dass sie das ja nicht finanzieren können, dass Schottland noch ganz viele Öl- und Gasreserven vor der Küste hat. Also die sind jetzt nicht gegen Öl und Gas, aber gegen Fracking. Und ich finde, Schottland hat es verdient. Das muss nicht kaputt gemacht werden, die Landschaft. Ja, und dann eine Meldung, die jetzt immer wieder kam. Die USA überlegen, Truppen in die Ukraine zu schicken. Sie haben nicht schon lange Truppen geschickt. Bisher ist nur Blackwater dort. Also sprich inoffiziell. Das, was man dem Russen, also Putin oder der russischen Regierung immer vorwirft, dass sie eben dort unterstützen und was sie wahrscheinlich auch tun oder vielleicht auch nicht. Wir wissen nichts Genaues, offiziell ist dort nichts. Aber die Amerikaner haben halt auch ihre Truppen dort und nun wollen sie tatsächlich Leute hinschicken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das alles Säbelrasseln ist, ob wir uns hier alle nur ins Hemd machen sollen, dass sie jetzt Krieg führen oder nicht. Aber ich finde, wenn amerikanische Soldaten zu einem Nicht-NATO-Partner, Ukraine ist immer noch Nicht-NATO-Partner, das ist also in Gesprächen, aber offiziell glaube ich noch nicht, Truppen schicken. Also wie offensichtlich kann man es denn noch machen? Spanien. Genau, Podemos-Partei. Kannte ich vorher auch jetzt nicht so richtig. Die waren letztes Wochenende wieder zu Tausenden auf den Straßen. Die Partei ist vor einem Jahr gegründet worden und verlangt im Grunde sowas Ähnliches wie Syriza auch. Also die Ziele sind da sehr ähnlich und nach den aktuellen Umfragen sind sie die stärkste Partei im Land. So, jetzt lasst uns mal abwarten. Griechenland, Spanien, Italien folgt sicherlich auch noch. Portugal. Ja, genau, Ungarn. Ungarn wird auch schlecht geredet, übrigens in unseren Medien ganz viel. Also da müssen ausländische Firmen Steuern bezahlen. Das geht gar nicht. Gerade Deutsche. Was in Deutschland im Moment los ist, wie viele Leute auf die Straße gehen und ja auf die Straße gehen wollen, ist schon erstaunlich. Und das geht ja in ganz Europa so. Also irgendwie sollten sich die Regierenden doch mal überlegen, ob sie was, naja, vielleicht ändern wollen. Mhm. Also wir hatten einen Aufstand in den Niederlanden so betitelt, Break the System. Das ist eine Bewegung, von der habe ich weiß gar nicht wo gehört, in Facebook oder so. Ich habe mal drüber geschaut. Die wollen direkte Demokratie, friedlichen Widerstand, soziale Verwerfung durch die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens beseitigen, Pflege und Erziehung bezahlbar für alle, keine Spekulation mit Gesundheit, Bildung, Energie, Wasser, öffentlichen Verkehrs und Wohnen, die Verursacher der Finanzkrise vor Gericht bringen, Überwindung der politischen und wirtschaftlichen Systems, Schluss mit der Manipulation durch die Massenmedien. Also das, was ich hier lese, finde ich erstmal gut. Dazu können wir, glaube ich, ja sagen, ne? Absolut, das ist Mahnwache Niederlande, würde ich sagen. Wir haben mal probiert, Kontakt aufzunehmen. Da ist auch Kontakt schon hergestellt, aber noch hapert es ein wenig an der Sprachgrenze. Aber ansonsten wollen wir mal gucken. Ich habe auch schon den Hinweis bekommen, ein bisschen vorsichtig. Die sind irgendwie so leicht, ich sage es trotzdem nochmal, die sind so leicht rechts angehaucht. Ich gebe da erstmal nichts drauf. Das hat man uns auch lange Zeit nachgesagt. Und ganz ehrlich, also wenn ich irgendwas nicht bin, dann rechts. Insofern
Ja. Schauen wir mal. Die Veranstaltung wurde wohl durch den Polizeieinsatz zerschlagen und im Vorfeld wurden Teilnehmer daran gehindert, überhaupt daran teilzunehmen. Auch das kennen wir ganz gut aus Deutschland. Bei unseren Veranstaltungen glaube ich jetzt noch nicht. Die Polizei ist immer einer unserer treuesten Gäste hier. Sind auch die, also wirklich die einzigen, die immer pünktlich sind, sind die Polizisten. Warum ist sie da weggefahren? Ja, siehst du. Die wissen halt, dass wir lieb sind. Ja, die sind, glaube ich, bei der anderen Demo, ne? Die gegen Pegida-Demo wahrscheinlich. Das weiß ich gar nicht. Beim Hauptbahnhof. Gibt es das noch? Also, ja, da gibt es 15 Demonstranten beim Hauptbahnhof und, wow, und ungefähr 10.000, die gegen die Pegida demonstrieren. Eins will ich noch ganz kurz hinzufügen, was die Menschen, glaube ich, wirklich brauchen, um sich auch wieder zu trauen, das ist nicht nur diese Konfrontation mit dem, was sowieso alles schief geht, das wissen wir. Ich glaube, was fehlt, ist auch ein bisschen Hoffnung. Hoffnung und irgendwie was Sichtbares, dass die Leute sehen, ja, okay, damit kann ich was anfangen, das ist was Gutes, was da passiert. Da passiert irgendwas, was, ja, ist schwierig zu beschreiben. Es ist ja wie so ein, als wenn man irgendwas drin rumrührt, ne? Ja. Und irgendwas soll dabei herauskommen. Wo sich was tut. Aber ja, das ist auch ein bisschen Chaos-Prinzip und ich glaube, ja, das macht auch diese Bewegung so schön aus, weil das ist kein Verein oder sowas. Wir sind irgendwo aus dem Chaos gekommen und das kann man schlecht kontrollieren. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass es nicht dieses eine Ziel gibt. Es gibt viele unterschiedliche Vorstellungen und ich glaube, das Ziel ist, das alles irgendwann mal so konform zu kriegen, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt. Ja, kriegen wir aber hin, denke ich. Also, ja, um nochmal auf das Problem auf Probleme zurückzukommen. Wenn ich jetzt mit irgendjemandem ein Problem habe, ja, dann muss ich mich doch selber erstmal fragen, genau, warum habe ich diese Probleme überhaupt? Weil du hast das Problem mit dem, nicht er mit Richtig. Dir. Von hinten. Genau, die Stimme aus den Ost. Info. Ingo. Ich dachte, die Geisterstimme. Ich wollte noch kurz zu Pegada nochmal kurz Informationen geben, weil vielleicht weiß es nicht jeder und da sind ja auch einige aktiv von den Leuten, die mit uns hier schon standen. Pegada, also ich glaube, patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des armen Landes. Also ich verstehe diesen zu Begriff. Spät. Ich verstehe diesen Begriff so, dass man jetzt das bewusst umgedreht hat, um jetzt darauf aufmerksam zu machen, wo das Problem ist. Dieser Name birgt aber natürlich eine Gefahr und die ist natürlich in Thüringen, in Erfurt auch tatsächlich passiert, dass die Leute gehört haben, Pegada, das ist doch wieder so eine Pegida-Bewegung und natürlich stand die Antifa und standen die Linken auf der Seite und haben gesagt, ihr habt doch alle keine Ahnung, ohne sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn nun eigentlich passiert. Also an der Stelle, ich glaube, diese Bewegung geht nicht gegen Amerika. Es ist tatsächlich, das sehe ich, wie bei der IDA auch, das Problem ist doch die Islamisierung, Amerikanisierung, McDonaldsisierung, was weiß ich, die ist in meinem Kopf, die ist nicht im, bitte, komm ran. Die ist ja nicht, ich entscheide doch, ob ich mich islamisieren lasse. Ja. Und wenn die eine Moschee bauen in Moabit, ich weiß nicht, habt ihr die Moschee in Moabit mal gesehen? Ich war mal drin. Also wenn du es nicht weißt, dann ist das für dich ein normales Haus. Wo ist das Problem? Okay. Und am Tempelhof ist auch eine ganz schöne Moschee und ich bin da als Nicht-Muslime mal hingegangen und wurde ganz freundlich zu einem Tee eingeladen und habe den Sohn vom Imam getroffen und der meint, ja, ist alles ganz easy und locker. Eigentlich. Ich war mal vor Jahren in Kreuzberg in der Moschee. Das war auch ganz nett. Es gibt ja diesen Begriff Geschäftswerdung der Welt. Das habe ich schon mal hier in der Mahnwache halt schon mal angesprochen. Geschäftswerdung der Welt, das fing in Großbritannien an, so 1600 noch was. Und hat sich natürlich jetzt bis heute überall natürlich auf der ganzen Welt, also fast auf der ganzen Welt halt ausgebreitet. Und naja, klar, jetzt zahlen wir dann natürlich die Zeche, ne? Alles wird teurer, alles wird sowieso besteuert, was auch immer. Und natürlich hat man natürlich da dieses ganze Zins- und Zinseszinssystem. Das ist natürlich eine wunderbare Waffe, um halt da Leute in, ja, und ganze Staaten in Verschuldung halt zu bringen. Und ich glaube, wenn wir den weiteren Schritt, den zweiten Schritt sozusagen, machen können, und zwar, wo wir unsere Naturverbundenheit und merken, dass unsere Gesundheit nicht von der Plastikkarte, sondern von unserer Verantwortung dem Leben gegenüber und unser bewusster Umgang mit uns selbst und mit unserem Körper zu tun hat, dann ist das wirklich, dann sind wir
sehr weit voraus. Also, danke, wollte ich nur kurz... Dazu kann ich auch erstmal nur eins sagen. Das Leben ist das Produkt deiner Gedanken. Also achte immer auf deine Gedanken. Da habe ich auch noch einen schönen. Auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Richtig. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, es ist ganz schön schwierig, eben mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, auch über Facebook, weil wenn man jetzt, ich bin zum Beispiel auch bei Solidarität mit der GDL, weil ich habe da versucht, halt eben auch meine positiven Gedanken da loszuwerden und habe die dann auch eingeladen, zu den Mahnwachen zu gehen. Und dann kam dann als Antwort, setz dir doch deinen Aluhut auf und... Okay, also vielleicht nur... Also es war dann nicht so, dann keine positive Resonanz, sagen wir es mal so. Genau, die einzigen Aluhüte, die, entschuldige, schon mal hier waren, sind die, die eigentlich sich über uns lustig machen, bitte. Okay, und das Zweite, worüber ich mich also letzte Woche so ein bisschen echauffiert habe, war eigentlich, dass die ganzen alten Menschen, die aus Auschwitz befreit wurden, dass die halt wirklich traurig waren, dass eben kein russischer Vertreter da war und sich der Gauk hinstellte und dann halt da hier den Staatsmann spielte. Also das hat mich sehr unangenehm berührt. Danke dir. Ich glaube, wir haben zur aktuellen Montagsausgabe da zu Auschwitz noch einen kleinen Artikel drin. Ja, nämlich im Grunde gewünscht wird, dass Auschwitz nicht dazu benutzt wird, um wieder mit Finger auf andere zu zeigen, sondern einfach mal als Mahnmal zu nehmen. Das heißt ja so schön vergeben und vergessen. Ne? Ja. Alte Geschichte. Auch das vielleicht nochmal deutlich gesagt, ich würde mir echt wünschen, wenn die jüdische Gemeinschaft das Leid, was sie erduldet hat, natürlich in Erinnerung behält und sich dafür einsetzt, dass sowas nie wieder passiert, aber das ist für niemanden wieder passiert. Ich habe mich echt gestört an dem Aufruf, der damals war, steh auf gegen Judenhass. Warum nicht steh auf gegen Menschenhass? Warum muss es immer wieder nur das eine sein? Ja. Genau. Steh auf mal für den Frieden. Ja, steh auf für den Frieden. Kommt hier alle her. Wir machen das wieder. Wir werden hier wieder mehr. 16.3. Jahrestag. Ich hoffe, ihr kommt alle. Ich hoffe, ihr bringt ein bisschen was mit. Ihr macht... ein bisschen Stimmung. Also, wenn ihr was machen wollt, irgendwelche Aktionen, kommt gerne zu mir, zu Benny, zu Leo, irgendwie in Zeltmeer, ihr werdet schon gefunden. Vielleicht 6 oder 7 Jahre von Granatsplittern zerfetzt im Flur, ein Kind auf einer Bahre, ein leises Weinen nur zuletzt. So sieht es aus, das Bild des Sieges, und alle wissen es nur zu gut. Und den Preis zahlen die Kinder des Krieges, von Belfast bis nach Donetsk, von Sarajevo bis Beirut. Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden und all das Elend vorbei? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden und das Ende der Barbarei? Wenn ihr 2 Schritte zurückgeht, hat die Lampe auch Licht für euer Plakat. Danke, Malte. Ja, wir machen das. Du weißt ja, wir stehen immer auf die Wirklichkeit und diesen improvisierten Scheiß, den wir so abliefern. Hallo Leute, ich hatte ein paar Tage oder ein paar Wochen keine Zeit, aber ist ja nicht schlimm. Wir sind ja immer irgendwo dann doch verbunden und man hat ja auch noch andere Baustellen. Sehr schön, dass ihr so tapfer hier seid. Also ich hätte zwar eine Winterpause gemacht, weil es ein bisschen frisch ist, aber ihr seid eben hardcore. Respekt dafür erstmal. Finde ich gut. Und heute habe ich ein ganz wichtiges Anliegen, also nicht nur meinerseits, so an sich von unserem ganzen Friedensdingsbums, weil ihr kennt ja unseren Schabernack mit der Anastrophe oder mit dem 2.2.2020, wo wir bis dahin unsere
ganzen schlauen Ideen, wie man eine Gesellschaft strukturieren kann oder wie man die Logistik der Erde ein bisschen besser verwalten kann, als die derzeitigen Konzerne und Regierungen machen. Und man kann also sagen, weil heute der 2.2.2015 ist, dass heute die heiße Phase beginnt, die interessante Spielphase. 5 Jahre haben wir bis 2020 jetzt exakt. Und man kann olympisch sagen, die Spiele sind eröffnet. Wir spielen ja schon eine Weile, also viele von euch, 2014 sehr achtbar der ganze Friedensschabernack, aber auch viele andere, die schon 5 Jahre durch die Welt tingeln und so sich engagieren, wie ihr es tut. Oder auch, wenn wir an die alten Friedensbewegungen denken, aus den 70er Jahren etc. Also da tut sich schon einiges seit vielen Jahrzehnten, aber es spitzt sich ja zu. Wir werden immer besser, das Ganze wird immer spannender, die Situation wird auch immer dramatischer, also der Handlungsbedarf steigt. Das ist gut, so gesehen ist die Krise gut für den Frieden, paradoxerweise, weil sie uns in die Hände arbeitet und die Betonköpfe endlich auch mal in den Arsch bewegen. Und der 2.2.2020 ist ja einfach eine Metapher für einen globalen Flashmob oder für einen Generalstreik oder für eine Anastrophe oder für alternative Gesellschaftsformen, die man spielerisch im Leben praktiziert und also lebt. Das heißt, man hat keine politische Debatte mehr oder sinnlose Leerlaufdiskussionen, die seit Jahrhunderten sich hin und her schieben zwischen Bürgern und Regierenden etc. Früher waren es Könige und Pharaonen, alles derselbe Scheiß. Oder was heißt Scheiß, das war wichtig. Aber jetzt gibt es eben andere Herausforderungen, eine andere Struktur in der global vernetzten Welt, kennt ihr ja alle. Und die Welt brennt, wir sind die Feuerwehr, wir müssen ein bisschen löschen, weil ein jetzt echt finster aussieht. Ich spare uns jetzt die Details, damit die Laune nicht in den Keller fällt, aber ihr kennt das ja alle. Und genau das ist der Plan. 5 Jahre konkret so zu leben, so zu netzwerken, so beherzt und konstruktiv und aktiv dezentrale Demokratie selber leben, selber Gesellschaft sein, selber Politik machen, statt politische Debatten in irgendwelchen Ruinen besprechen, in der Endlosschleife. Während draußen irgendwelche Leute verhungern oder irgendwelche Kriege ablaufen, das geht da alles, ja, ne? Wir sind im 21. Jahrhundert, jetzt kann man auch mal ein bisschen ernsthafter an die Sache rangehen, den Dialog natürlich suchen, aber eben auch die richtigen Ansätze. Wie wollen wir das machen? Das ist alles so groß und alles so schwierig und die Leute, selbst wir, sind sich alle so uneins und jeder hat nur sein persönliches Zipperlein und dann gibt es einige, die haben echte Nöte und hin und her. 1000 Welten, 7 Milliarden Menschen, 7 Milliarden Welten, alles wild durcheinander. Und dann noch Fukushima und all so ein Scheiß auf dem Buckel, ist natürlich schwierig, ist echt ein Problem. Aber ihr seht ja viele Bewegungen, viele, wie sagt man, Aktivisten neuerer Prägung bewegen sich schon seit Jahren, ob es jetzt Occupy ist, Anonymous oder, weiß ich, Arabischer Frühling oder die Franzosen, die jede Woche demonstrieren oder keine Ahnung. Da geht einiges und ist auch wichtig, weil es jeden betrifft. Und ich möchte euch bitten, genau diese Idee nochmal wieder in euren Fokus zu nehmen. Wie würden wir uns denn vorstellen, was wir bis dahin geschafft haben wollen? Welche Vereine wollen wir gegründet haben? Welche alternativen Bildungsstätten oder Kitas wollen wir selber als Bürger, als Bevölkerung uns parallel zu den sonstigen Strukturen, die schon bestehen, bauen? Und wie kann dieser Weltfrieden, in Anführungszeichen, für den wir hier sind, um es mal so zusammenzufassen metaphorisch, wie kann der denn aussehen? Was müssen wir tun? Wo sollen wir anfangen? Bei uns selbst natürlich wahrscheinlich und so weiter. Ideen gibt es viele, ihr kennt das alle. Ich bitte euch, Spaß da auch dran zu haben. Das ist tatsächlich ein Flashmob oder eben einfach nur eine Idee im Prinzip. Aber was Spaß macht, muss ja nicht gleich sinnlos sein. Es kann ja trotzdem einen ernsthaften Hintergrund haben. Und ich denke, euer Engagement und eure Courage im ganzen letzten Jahr bewiesenermaßen zeigt ja, dass ihr, wir, alle und viele ein großes Interesse daran haben und man kann auch spielerisch Richtung Zukunft laufen und trotzdem ernsthaft dabei sein. Mir würde das sehr gefallen, wenn wir das erreichen. Und ja, schreibt uns halt mal, wie euer Weltfrieden im Jahr 2020 oder vielleicht noch später, könnt ihr eine andere Zahl nehmen, ist nur eine Metapher. Ja, gerne gestern, aber ihr wisst ja, das dauert halt ein bisschen, ist alles sehr kompliziert. Aber wie sollte denn so ein hübscher Weltfrieden aussehen für unsere Enkel? Was wollen wir denen erzählen, wenn wir da mal 70 sind und da rumhängen und dann auf einmal Erklärungsnot ist? Oder eben, wir haben eine gute Nachricht, dass die Gesellschaft noch mal ein bisschen die Ernsthaftigkeit der Situation erkannt hat.
Und ich kann wirklich nur an jeden appellieren, der noch irgendwas in seinem Herzen spürt. Leute, was hier gerade in Europa passiert, das kann uns nicht scheißegal sein. Es wurden die letzten Jahre Gesetze erlassen, monströse Gesetze von TTIP über ESM, Überwachungsgesetze. Ich weiß nicht, habt ihr über die Solidaritätsklausel gesprochen? Wisst ihr eigentlich, was die Solidaritätsklausel ist? Das ist, dass Soldaten, europäische Soldaten, im europäischen Inland eingesetzt werden dürfen, um zum Beispiel Demonstrationen zu zerschlagen. Das ist ja ein Gesetz. Genau, sowas wird durchgezogen, ja? Dass französische Soldaten in Deutschland stehen, die tauschen durch, damit ich mich nicht am Ende der Franzose gegen den Franzosen eingreift, sondern dass das halt übrigens andere Gesichter sind. Und das hat man während der WM gemacht, ne? Während der letzten WM ist das durchgegangen. Was auch durchgegangen ist bei der letzten WM, das ist der Parlamentsvorbehalt bei NATO-Bundeswehreinsätzen. Es gab mal einen Parlamentsvorbehalt, wo die Bundeswehr im NATO-Verteidigungsbündnisfall noch mitreden durfte und entscheiden durfte, in welcher Form und wie viele Soldaten dort teilgenommen werden darf im Rahmen der Bundeswehr. Da kann man sich eigentlich nur fragen, womit waren wir abgelenkt, als dieses Gesetz durchgegangen ist? Richtig, denn das ist immer wieder dasselbe Muster. Entschuldige. Das ist halt immer wieder dasselbe Muster, Brot und Spiele. Was kennen wir alle? Teile und Herrsche. Und es geht noch weiter mit TTIP und mit dieser ganzen NSA-Affäre. Hat uns eigentlich irgendjemand in den letzten 2 Jahren mal danach gefragt, was wir davon halten? Ich habe immer nur aus den Nachrichten gehört, ja, wir machen das, wir machen dies, wir machen das. Damit muss endlich mal Schluss sein. Und damit, das fängt an, dass wir uns engagieren. Ich habe keinen Bock, irgendwann mal zu irgendjemandem zu sagen, wenn ich irgendwann mal im Rollstuhl sitze, ja, davon habe ich nichts gewusst oder da konnte ich nichts machen. Wie viele Kriege müssen denn noch passieren, damit wir endlich mal aufwachen und nicht erst im Nachhinein wach werden? Das ist doch die große Frage. Guckt euch mal die Landkarte an, Deutschland. Guckt euch die letzten Kriege in den letzten 100, 200 Jahren an, wo das Kriegsgelände hauptsächlich stattgefunden hat. Und jetzt steht auf einmal der böse Russe vor den Türen. Ich mache das mal in Anführungsstrichen, ja? Ihr wisst warum. Und die Leute, die gucken Fußball. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und wenn jemand ein Mittel dagegen kennt, ne, oder irgendeine Lösung weiß, wie man denen das endlich mal klar macht, was hier eigentlich abgeht und wer dafür bezahlt, dann möchte ich das gerne wissen, wenn da jemand für ein Rezept hat. Ich kenne keins und wir sind am Suchen. Wir sind am Arbeiten daran, wie man das hinkriegt. Ich glaube, das, was wir hier machen, ist... Das Gute ist, wir haben das Internet und solange wir das noch haben, und da sind die auch schon am Schrauben, ja, haben wir noch viele Möglichkeiten und das sollten wir nutzen. Wir sollten das so lange nutzen, wie es noch geht, bevor es zu spät ist. Und ja, Leute, aktiv werden und Aktivismus, das fängt damit an, dass ich mit meinen Freunden darüber rede, warum ich die Nachricht, die ich gerade gelesen habe, nicht gut finde. Ich hatte mit meinem Mitbewohner echt Diskussionen. Der fand das gut, was da läuft an der Tagesschau. Der fand das cool. Er kommt selber aus Russland, er weiß, was da für eine Propaganda läuft. Die ist noch krasser, muss man dazu sagen. Aber was hier in Deutschland, an einem Land, das für Demokratie, für Meinungsfreiheit, für die ganzen guten Werte Soldaten ins Ausland schickt, ne, und den Tod schickt, für diese Werte, das sind ja immer die großen Sachen, die proklamiert werden, wenn wir irgendwo einen Krieg vor den Zaun brechen, für die Demokratie, so ein Blödsinn. Wir müssen erstmal hier in unserem Land erstmal wieder erkennen, was das ist, Demokratie. Weil solange können wir die nicht exportieren. Und solange ist das die größte Lüge, die sie uns auftischen können, wir für Demokratie irgendwelche Menschen in den Tod schicken. Ja. Genau. Ja? Ja. Und das muss man heute sich einfach mal klar machen. Ich finde das zum Kotzen, dass den Leuten das egal ist. Ich finde das echt zum Kotzen.